Hallo so Leute, zu einer Folge Flash und wir sind jetzt hier gerade ein bisschen auf dem Holichtop und ich gab eine Zeit lang jetzt zum Morien, zum kleinen Furcht, was daran lag, dass ich unglücklicherweise zweimal in Folge krank war, erst die Grippe bekommen und dann direkt eine Erkältung eingefangen, was natürlich super geil ist. Ich höre mich wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen mehr an, aber ich bin wieder fit genug aufzunehmen und mit ein bisschen abgefuckter Stimme, denke ich, kommt ihr zurecht. Ich wollte auf jeden Fall mal wieder was aufnehmen, was halt, was überhaupt mal was aufnehmen. Denn es kam in den letzten Tagen nur Ori and the Blind Forest, was ich zum Glück für eine Woche vorproduziert hatte. Oder mehr sogar. Ich hatte, glaube ich, insgesamt 13 Folgen aufgenommen. Die gestrige war die letzte in der Reihe und mal gucken, ob ich es noch schaffe. Also ich denke schon, dass gleich auch Ori kommt kam schon heute dann. Dementsprechend geht es mir wieder besser. Hab auch wieder ein bisschen Zeit. Also das Wochenende war jetzt eigentlich, bis auf dass ich krank war, sehr entspannt. St. Martins Zug steht für mich gleich an, weil wir haben jetzt gerade Sonntag. Dementsprechend fühle mich eigentlich ganz gut. Martin Zug gibt gleich lecker ganz Pute. Pute gibt's mal von Martin, ne? Ja, Pute gibt's. Und die bereiten gleich mein Vater und mein Schwager vor. Und da freue ich mich. Oh, lecker. Und noch schön leckeren Rotkohl dazu. Hoffe ich doch, weil der ist mal ziemlich nice. Facecam gibt's aber gerade nicht, weil ich halt noch, ich weiß nicht, durchs Schniefen in die Tatschentücher. Meine Nase halt noch so mega wund und das, ich fühle mich ein bisschen unwohl, deswegen gibt es das halt jetzt gerade mal nicht. Aber ich denke, damit kommt ja auch klar, was gibt es denn noch so zu erzählen? Es gibt gerade nichts zu erzählen, außer dass ich gerade überraschenderweise doch irgendwie wieder aufhole, obwohl die eigentlich ein bisschen weg waren da vorne. Zack und zack und. Aber Honigtopf ist sowieso eine einfache Map, das heißt, die dürften eigentlich ganz gut wegsprinten jetzt. Zack und zack und hops. Checkpoint 5. Sehr gut. Das Schrägste kommt eigentlich noch. Zack. Da kam das Schrägste schon. Ich weiß es nicht. Oh, guck mal, da sind sie, ja? Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Sprung. Den sechsten schaffe ich auch. Ich hol auf. Hops. Sneaken, hops, sneaken, hops, sneaken. Hops, hops und rüber. Sehr gut. Und sneaken, rum, sneaken, rum. Das kann ich auch. Oh, da habe ich die Führung. Das ist doch ein bisschen surprising. Weil ich nicht gedacht hätte, dass jemand an der Stelle so fällt. Hops. Hop. Hops, 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 hops. Oh, das direkt hinter mir. Bin natürlich jetzt spannend hinten raus. Oh. Alter! Also, wenn das kein Hack war, ne? Ja, das ist, ich weiß nicht. Wirkt zumindest sehr schnell so, als wäre das ein Hack, wenn jemand da so runterglitscht. Kann natürlich auch ein bisschen Internetkonnektivität sein, aber ich will mir jetzt nicht zu sehr irgendwo da irgendwen verurteilen. Wir gehen dann relativ zügig in den Hub und, genießen noch eine andere Map, eine, die ich nicht kenne. Glaube ich. Ich habe sie, glaube ich, noch nicht gespielt. Und genau das, was ihr gerade vielleicht ins Pre-Intro schon gesehen habt, gibt es jetzt hier nochmal. Nochmal 40 Sekunden. Ja, super. Okay, reicht. In den nächsten Tagen wird planmäßig wieder ein bisschen mehr kommen. Ich habe jetzt auch Schulblock wieder. Was wiederum heißt, ich muss natürlich wieder ein bisschen mehr lernen, aber ich denke, die Zeit zwischen den Lernblöcken, die man sich ja dann zu Hause setzt, werde ich hier mal ein Video schnell aufnehmen. Das dauert ja in der Regel halt auch seine 15 bis 20 Minuten. Der Schnitt, den setze ich schnell dahinter und dann lerne ich halt, während es rendert. Das ist dann ganz entspannt. Und dann gibt es auf jeden Fall für euch in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr Videos. Und da haben wir hier ein paar Schallplatten. Das ist natürlich super, wenn man die erste Mal direkt verpasst. Und hops. Ernsthaft? Wenn man die erste direkt so. Okay.
Sollten wirklich nur die erste schwer? Okay. Oh, bei der Mitte sollte man nicht... Ernsthaft? Meine Güte. Wow. What is it good for? Absolutely nothing. Weil nicht springen. Wow. Ich bin auf einem Plattenspieler. Das erkennt bloß keiner. Weil man nicht zur Seite guckt. Wow. Da tau tau. What it got the fuck? Absolutely nothing. Say it again. Yeah, nice. Oh. Hallo? Hi. Einersprung. Nochmal ein Einersprung. Hier ist auch ein Einersprung. Noch ein Einersprung. Einersprung. Da springt man eigentlich, glaube ich, rüber. Upsala. Muss man wirklich. Bei Einersprung ist es relativ safe. Da muss man ja nicht. Muss man nicht einsneaken. Ah, oh, da. Zack. Bei dem Zweiersprung muss man schon in der Luft einmal kurz entsneaken. Das ist wiederum trotzdem relativ easy. Zack. Einersprung. Safe. Entsneaken. Safe. Safe. Hopsala. Oh, ein Kinderspiel. Kinderkeyboard. Aha. Nein, und ich springe natürlich nicht. Oh, da war ich fast mit dem Sneaken zu spät. Zack. Ist ja gar nicht mal so einfach, die Map. Merkt man allein schon daran, dass noch keiner weitergekommen ist als dieser Checkpoint hier. Ich weiß nicht, wo der nächste ist. Oh, guck mal, der ist schon weitergekommen als ich gerade. Okay. Huh. Okay, der kommt nicht rein. Okay. Oh, das ist der Checkpoint. Safe, dann hüpfe ich da doch auch mal drauf. Oh, okay, dann halt nicht. Zack, zack, zack. Ha. Hops. Hops. Oh nein! Ist ja ärgerlich. Zack. 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 Oh, zack. Zack. Hä? Zack. Hör, Zack. Aua. Oh mein Gott. Ah, schon ein bisschen frech. Zack, man hier hoch. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Das ist Klettern, ist ein bisschen... Ach, warte mal. Ich glaube, dieses Klettern kriegt man am besten hin, wenn man... Genau, mittig klettern. Oh nein, da muss man wirklich so schräg hoch... Glitch klettern. Boah, ist das kacke. Was ist denn das für... Ich gehe jetzt mal mit dem Klick hier weg. Okay, das passt nicht. Ah, komm. Okay. Boah, hab ich mir nach hinten weg komplett Falle, ey. Boah, ist das schon gar nicht mal so einfach hier. Ist ja auch keine Blöcke, wo man irgendwie drauf springen könnte. Das ist natürlich auch cool. Okay. Okay, das passt noch nicht. Wie sieht man da auch so komplett runterrutscht? Ich sneak doch extra einfach. Ja. Ja. Okay, hier kann ich eigentlich hochjumpen. Perfekt. Jetzt hier ein Checkpoint und ich wäre sehr zufrieden. Ja, sehr gut. So, und ein paar Noten abspringen. Die rote. Ich glaube, direkt da drauf springen wahrscheinlich. Okay, darauf kann man nicht springen. Okay, darauf kommt. Ja, jetzt will ich aber auch die pinke. Und dann. Ich denke, da muss man rein. Okay. Dann kann man direkt hier hinspringen. Ja, okay. Alter, Schwede. Nicht euer Ernst. Aber es sind noch ein paar Leute. Die Spieler. Das verlassen doch gerade ganz schön. Oh, dieser Fallschaden. Vielleicht erstmal kurz mal. Auf dem pinken warten. Okay, dann einfach mal den roten überspringen. Das so ein bisschen schräger machen. Dann direkt hier so. Okay, Schaden leichter Verzug. Ah, damit können wir klar. Hopsala. Hopsala. Okay, den Sprung hatte ich gerade verkackt. Und den kacke ich direkt nochmal. Na gut. Wir haben nur noch 6 in der Runde. Okay. Ich muss aber auch sagen, nicht gerade die einfachste Map überhaupt. Ich denke. Oh. Okay. Dann nehmen wir halt den Weg hier unten lang. Ist ganz gut. Ich kann euch runter sprinten. Sehr gut. Erkannt. Erkannt und geschafft. Okay. Super.
Oh Gott, der verzögerte Schaden. Super. Warten. Runter. Dahin. Gut. Sprint. Sprint. Sehr schön. Wow. Oh, diesmal sprint ich nicht. Oh, jemand ist bei mir angekommen. Sehr schön. Oh. Und jemand ist gleich vor mir. Na, da wollen wir noch mal ein bisschen unseren Ehrgeiz wecken. Direkt mal hier so einen direkten Sprung wagen. So, so. Oi, oi, oi. So, okay. Okay, so. Einer Sprung. Einer Sprung. Safe, safe, safe. Safe! Huh. Wee. Okay. Hätte ich glaube ich auf die andere Seite gesollt. Okay. Das packen wir aber noch. Okay, dann müssen wir das aber lieber aus, bevor es Ewigkeiten dauert. So. Dann hier drauf springen. Kann ich hier drüber? Ah, okay. Ich kann jetzt nicht irgendwo. Nee, ich komme nicht von da hier drauf. Nee, nicht da über zwei hoch. Das heißt, dieser Sprung ist nicht machbar. Okay. Okay. Ist irgendwo eine andere Möglichkeit? Hm. Oh, probieren wir es einfach mal drüben. Ich will auf das Schwarze. Nein, ich will direkt auf das Schwarze. Meine Güte. Okay. Okay, man kommt da, denke ich, drauf. Wenn man so arg drüber springen kann, dann kommt man da, denke ich, auch ganz entspannt drauf. Das machen wir jetzt aber auch gleich. Hups. Springt da drüber. Hups. Huh. Und verkackt den Sprung. Okay, sehr gut. Hast du gut gemacht, Yoshi. Herzlich gut gemacht. Ah, doch nicht. Tausendmal jetzt hier schon. Meine Rechtsklick-Taste funktioniert bestimmt bald nicht mehr. Zack. Zip. Zip. Sehr schön. Ach Gottchen. Da ist nicht mal so ein Checkpoint hier nach. Ha. Alter. Oh Gott. Yes. Ein paar Trommeln hier nochmal. Abklappern. Bisschen Drum reinbringen. Schlecht. Nein. Okay. Weil die Trommeln sind nicht ganz so schwer. Der Part davor war wirklich jetzt nicht gerade so einfach. Also, all in all jetzt gesehen. Durch die meisten Sprünge trotzdem immer noch easy peasy. Aber, naja, na gut. Versuchen wir mal hier ein bisschen schneller durchzukommen. Sonst wird das hier eine halbe Stunde Folge. Das will ich jetzt auch nicht. Einerseits, weil mir das sonst zu ewig dauern würde. Andererseits, weil es mir sonst zu ewig dauern würde. Andererseits will ich die beiden, die da hinten natürlich noch Kampfgeist zeigen. Oh. Ich will die natürlich noch. Ich lasse die noch ein bisschen, weil ich sie so selber noch brauche. Aber ich denke, ab einem gewissen Punkt sollte auch jede Map irgendwann einfach mal durch sein. Natürlich möchte man neue Maps natürlich was sehen und sowas. Wenn es jetzt meine erste Map für dieser. Oh, ich habe versucht den. Okay, dann habe ich nur den zweiten maximal anspringen. Hapsasa. Oh, zu früh entsprintet. Oh Gott. So. Ach, schon wieder zu früh entsprintet. Wieso sprinten die einfach durch und sneak ich einfach? Hallo? Okay. Haps. Meine Güte. Gut. Ja. Meine Nase. Papa da.
Habido. Hubido. Hoyoyo. Kabadado. No. Okay, gut. Wir packen das jetzt genau mit diesem hier. So, das ist ein Einer, das ist ein Einer. Das ist ein Safer runter. Das ist ein gar nicht so Safer hoch. Und den springe ich direkt. Warum hat das nicht funktioniert? Oh my goodness. Okay, mein Handy rastet gerade aus. Verbriebt die ganze Zeit. Warum vibriert es? Warum vibriert es? Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Oh, nein! Oh, da war ich schon drauf. Eindeutig. Verglitscht. Mir Minecraft mein Sprung. Frechert. Verzieh ich. Was sind alles Doppelbongos? 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 Ja, was sind alles Doppelte? Die sind ja alle verbunden. Oh Gott, warum springe ich denn da auf die linke zu? Ah, ja, okay. Meine Güte! Ich kann Trommeln gleich nicht mehr sehen. Dum, 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 dum. Da! Da, da! Dum, 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 dum. Wieso springe ich den so scheiße jedes Mal? Es ist doch mega fatal, dass ich diesen Sprung niemals wieder schaffe. Wieso glitsche ich da runter, wenn ich sneake? Ach komm schon. Ich will die Map jetzt aber auch schaffen. Ein bisschen Ehrgeiz habe ich natürlich schon. Ich würde mal behaupten, so schlecht bin ich jetzt in diesem Spielmodus generell nicht. Oh mein Gott. Oh. Thanks. Thank you a lot. Da hinten. Okay, I understand, ich sollte hier hin. Okay. Okay, da bin ich hier auf das. Okay. I understand what I should. Should do with this jump bust? Chang chang. Chang. Okay. Hier ist Kante. Ich bin auf der Trommel drauf. Ich muss auf diese Trommel. Gegen die Haltung wird jetzt nicht so. Oh Gottchen. Auf die hier. Denn. Oh. Ja, ist schon eng. Okay. Einmal mutig sein und. Oh. Huh. It's that end. Hallo? Hallo? Als ob da eine Maus. Ach so, man darf nicht auf der Mitte drauf. Okay, das ist ja jetzt nicht so. Kurz verwirrt. Warten. Ja, lass mich erstmal am Ziel ankommen. Hops. Oh mein Gott. Aber das sieht hier gar nicht mal so schwer aus. Mit nur einer Sprünge. Hops. Ach, genau, als ob ich hier. Okay, ich war ja an der Stände. Bis darüber. Huh. Dann muss ich diesen Sprung schaffen. Okay. Huh. Okay. Dieser Gitarrenpart ist doch gar nicht mal so einfach. Huh. Ja. Ich weiß nicht, ich springe ja aus Prinzip gerade hier in die Mitte. Und immer auf diesen Grundgestein. Ich denke, es ist Grundgestein. Was ist das, Kohle? Nee, das ist Kohle. Grundgestein sieht anders aus in der Textur. Okay. Hit. Ha ja ja. Okay, gehen wir hinten drauf. Ha, geschafft. Gut. Soll ich noch warten? Ja, ich denke aber,
wir damit, dann sag mal tschö. Gut, dann sag ich auf jeden Fall mal tschüss und ciao, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ja, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ja. So, na, schreibt dann noch was. Ja!